So, da sind wir wieder in Larvik, ne, der schöne kleine Ort, um den wir uns vor ein paar Parts so schön gekümmert haben. Hier wartet Yennefer also auf uns. Schauen wir mal, was sie von uns möchte. Du hast heiligen Boden geschändet. Die Götter werden dir niemals vergeben. Yennefer. Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Bist du sicher, dass dieser Magier einen Djinn hatte? Seine Bücher deuten darauf hin. Er beschreibt, wie er einen gezähmt und Kraft aus ihm gezogen hat. Krass. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch Djinns gibt. Weißt du, wo du suchen musst? Nach dem Magier und dem Djinn? Die Leute hier sagen, sie hätten Amos Schiff zuletzt vorhin das Fjall gesehen. Kurz bevor ein Jahrhundertsturm losbrach. Dann werden wir sie kaum finden. Der Magier ist jetzt sicher Fischfutter und der Djinn ist auf und davon. Nicht unbedingt. Und selbst wenn, ohne einen Beweis gebe ich nicht auf. Hilfst du mir? Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Tja, und auf einmal ist dem Geralt das Geld doch nicht so wichtig, ne? Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. Machen wir. Es war einmal ein Monster. Da kam ein Hexer. Wie ich sehe, hast du schon alles vorbereitet. Ja. Woher wusstest du, dass ich ja sagen würde? Ich wusste es nicht, aber ich wollte es riskieren. Vorsicht! Du voran. Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer. Der Hafen ist nicht weit. Und auch auf die Zauber. Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Nicht schlecht, so ein Echolot. Ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich steuere? Hab ich denn eine Wahl? Nein. Ja, hallo, ich bin da. Ich kann das Steuer nicht übernehmen. Soll ich mich denn hier rüber setzen? Geralt, wie lange soll ich noch warten? Können wir endlich los? Psst! Ruhe da! Mensch! Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Oh, hätte er sie mal verloren. Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt. Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich. Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben und nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund. Hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Esat ech krüde erythaun. Schön.
geschafft. Sei vorsichtig da unten. Ja, deswegen speichere ich auch einmal kurz. Wie ist das Bad? Ist das Wasser warm genug? Krass, ey, wir haben gar keinen. Und, wie läuft's? Jen, ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich es bestimmt nicht zugeben. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Geschenk von der Ambrose. Ja, mach ich doch. Ein Schiffswrack und eine Höhle. Da werde ich mal reinschauen. Abgebrochene Masten, zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm Ertrunkener. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt. Und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist auch eine Galionsfigur vom Clan Drummond. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Wie, komm wieder hoch? Lass mich nochmal kurz umschauen hier. Da siehst du. Lohnt sich doch hier. Was haben wir hier? Na gut, dann steigen wir wieder hoch. Und wohin jetzt? Wo uns die Spur hinführt. Und wenn wir den Djinn finden, was dann? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? Das wirst du noch früh genug erfahren. Da ist etwas. Noch ein Wrack. Mal sehen, ob unser Djinn da unten ist. Machen wir. Hier ist ein Wrack. Es liegt schon eine Weile da. Das Holz ist morsch. Sieh dich um. Ein Skelett. Jemand hat den Schädel mit einer Axt am Deck aufgespießt. Ein würdiger Tod für einen Skelliger. Das Abzeichen deutet auf den Clan Demon hin. Er war also von Farö. Ein Skelett. Jemand hat den Schädel mit einer Axt am Deck aufgespießt. Ein würdiger... Hier ist was. Der Schild eines Skelligers. Mit Symbolen vom Clan Haymay. Donas Clan. Dona hat noch in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet ist. Jen, ich glaube nicht, dass eines dieser Boote dem Magier gehörte. Das sind alles gesunkene Langschiffe. Dann komm zurück. Wir müssen woanders suchen. Alles klar. Na, wer will denn da Stress? Immer besser. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Ich hab lieber von hier oben alles im Blick. Ja, so wie damals, als wir den goldenen Drachen gesucht haben und eine Lawine uns erwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser. Ja, die Jennifer. Mit diesen Felsen da stimmt irgendwas nicht. Und da ist etwas am Grund. Ich sehe mir das mal an. Machen wir. Hier wird's dann wohl sein.
Siehst du irgendwas? Echt ganz schön tief. Das wird dem nicht gerecht. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Eizu feite bei dem en echte Ilvaid. Das ist kein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Irgendeine Macht hat einen Teil des Meeresbodens samt Felsen und allem im Teleportationsbereich herausgeschnitten. Ich habe schon immer gesagt, Portale wären gefährlich. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Such nach irgendwas, in dem ein Djinn sein könnte. Na gut, war gerader Schnitt quer durchs Becken. Unglaublich präzise. Das war keine gewöhnliche Waffe. Gerader Schnitt quer durchs Becken. Unglaublich präzise. Das war keine gewöhnliche Waffe. Kein Djinn in Sicht, aber hier ist was anderes, das dir gefallen dürfte. Nämlich? Ein halbes Siegel. Das ist gut. Silber, mit Perlen besetztes Besteck. Dieses Schiff muss einen verdammt reichen Eigentümer gehabt haben. Amos war nicht arm. Gut möglich, dass es sein Schiff ist. Irgendwas hat diesen Korb in genau zwei Hälften geschnitten. Ich wette, der wurde von demselben Ding zerschnitten wie das Skelett. Irgendwas hat diesen Korb in genau zwei Hälften. Ja komm, kann ich das Schiff hier nicht nochmal untersuchen? Der wurde von demselben Ding zerschnitten wie das Skelett. Ist doch noch rot. Naja, das war's auf jeden Fall. Ist echt ganz schön hoch, ne? Beziehungsweise tief hier. Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei... Du hast gesagt, dass es auf drei losgeht. Schon passiert. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Yen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinns ist für Magier absolut unbezahlbar. Diesmal windest du dich nicht raus. Sag die Wahrheit oder ich bin weg. Du musst mich nicht erpressen. Du hättest es eh erfahren. Stimmt, aber erst danach. Ich will es jetzt wissen. Ach, wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Die Sache zwischen uns, 15 Jahre? 20? Immer wieder trennen wir uns und kommen dann wieder zusammen. Irgendetwas zieht uns zueinander hin, ja. Aber ich kann nicht sagen, ob es ein echtes Gefühl ist oder nur ein Streich des Djinns. Also darum geht's, um meinen letzten Wunsch. Du hast dir vom Djinn gewünscht, uns für immer zu verbinden. Ich will, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Okay, verstehe. Ja, das wird dem Geralt jetzt nicht gefallen. Aber immer so weitermachen und ist ja dann auch irgendwo nicht der freie Wille von Yennefer, ne? Also beides sind hier gute Antworten. Klar, warum, ne? Aber ich verstehe es auch. Immer erstmal warum. Warum willst du das? Weil ich wissen will, wie es sich ohne anfühlt. Ob wir uns dann immer noch was bedeuten oder nicht. Ich verstehe. Wenn ich das nicht will, das ist egal. Wenn das wirklich stimmt, dann ist das nicht nach ihrem freien Willen. Ne? Das geht nicht. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Siehst du, wir stehen kurz davor, endlich die Wahrheit zu erfahren. Komm, suchen wir das Schiff. Ich denke, das ist richtig so. Letzter Wunsch, also er hat sich gewünscht, dass sie immer zusammen sind.
Ja, und das muss man gucken, ne? Amos war wohl ziemlich exzentrisch. Hat er den Djinn gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Das muss man halt gucken dann, ne? Wenn das... Wenn dadurch die Gefühle dann echt weg sind, dann ist das halt so, ne? Aber vielleicht bleiben die Gefühle ja auch. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Ich muss mir noch überlegen, wie ich den Wunsch formuliere. Ja, das solltest du dir besser überlegen. Das Rote schaue ich mir gleich an. Ich will mir erstmal weiter das Schiff ansehen. Aber, okay, hier geht's noch runter. Ja, ist hier noch was? Nicht so aus. Hat Jan noch irgendwas zu sagen? Wir sollten das Schiff untersuchen. Schaut euch mal die Aussicht an. Oh, sie friert, die Arme. Boah, ist das ein geiler Ort hier. Wo sind wir hier überhaupt? Artskellig, okay, da oben. Krass. Ja. Interessant. Behaut, das gucken wir uns auch gleich an. Mysterium der Mysterien. Agnes von Glanville. Das Imperium der Elemente von Gian Battista. Der Magier muss hier geschlafen haben. Ist einiges. Ja, rot, hier, ne? Ist nichts. Okay. Nichts Interessantes. Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß mit dem Berg so stark gewesen, dass hier jemand aus den Latschen gekippt ist. Da wurde jemand übers Deck gezogen. Oh, mies. Oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Was mag das wohl bedeuten? Aber wir sehen, können nicht da drunter gucken oder so, ne? Doch. Jen. Das solltest du dir mal ansehen. Ob das wohl der Magier war? Was hast du denn gefunden? Amos, er sieht genauso aus wie im Buch. Nur war sein Kopf dort noch intakt. Meinst du, der Djinn war das? Nein, er würde seinem Meister nichts tun. Sieht eher nach einem Unfall aus. Als der Sturm losbrach, hat Amos wahrscheinlich gesagt, bring uns weg, irgendwo hin und wenn's auf einen Berg ist. Und der Djinn hat ihn beim Wort genommen. Sie sind hart gelandet. Amos prallte gegen die Wand und das Bücherregal hat den Rest erledigt. Hab's immer gewusst. Zu viel studieren bringt einen um. Richtig. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Ui. Bravo, komm an Deck, ich hab ne Idee. Ja, warte mal, ich will noch die anderen Sachen hier mir anschauen. Ist ja noch mehr. Hier war noch mehr Rotes oben. Lass mal durch. Hier war auch noch was. Hier ist nichts. Ach so, ist alles nur nichts, okay. Dann. Schauen wir mal. Geh mal einen Schritt zurück. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Ken Djinn! Fries Keis dem Gyar! Keis der Fies! Eine Wunderlampe? Einfach nur so ein Siegel. Mal gucken, was so gegen den Djinn hilft. Na, da haben wir vorhin einen Bestiariumsantrag bekommen. Konstruktöl und die Meritiumbombe. Ich glaube, die Sachen haben wir noch, ne? Du hast sicher einen Plan. Und das Öl.
Gut. Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Na. Bin mal gespannt, ob Igni was bringt. Okay, das hat jetzt nicht wirklich getroffen. Nur noch ein bisschen. Ich spüre, wie er schwächer wird. Oh Mann, Alter, ich komplett orientierungslos hier manchmal. Okay, das hat wohl gereicht. Hab ich dich! Dein Meister konnte seinen letzten Wunsch nicht aussprechen. Ich kann dich nicht bannen. Wir können noch ewig so weiterkämpfen. Oder ich lass dich frei, wenn du eines für mich tust. Siehst du den Zauber, der uns verbindet? Nur ein Djinn kann den Zauber eines anderen Djinns brechen. Tu es, dann bist du frei. Du bist frei! Der Sturm ist vorüber. Ja, es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns. Jetzt bin ich gespannt. Geht's dir wieder besser? Ich sagte doch, es geht mir gut. Du musst mir nichts vorspielen. Es war ein harter Kampf. Vielleicht nicht so hart wie das letzte Mal, aber trotzdem. Kein Vergleich, finde ich. Damals war halb Rinde demoliert. Jetzt bin ich nur etwas geschafft. Danke, dass du mitgekommen bist, Geralt. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Nee, wir wussten ja vorher, da hätten wir ja noch ablehnen können. Nee. Nee, das war schon richtig so. Tja, ich konnte bei dir noch nie Nein sagen. So war es nicht gemeint. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Fühlst du irgendwas? Dass sich was verändert hat? Ich hatte erwartet, ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden. Dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Es hat sich nichts verändert. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht für Geralt. Jetzt haben wir hier, ich liebe dich auch immer noch. Okay. Tut mir leid, aber ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Glaube ich nicht. Also, am Anfang war mir die Jen ja auch nicht so sympathisch, ne? Aber, also ich muss sagen, wo es bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht hat, so als wo ich mir gedacht habe, vielleicht habe ich die doch falsch eingeschätzt, war bei der Träumerin in Novigrad, als der Geralt von einem Traum erzählt hat und dabei so erwähnt hat, in so einem Nebensatz, so hat er gesagt, das war, als Yennefer Ciri das erste Mal ihre Tochter genannt hat. Da war bei mir so ein Klick, so, okay, vielleicht schätze ich die doch falsch ein. Ne, jetzt dachte ich von so, okay, das war doch. Das war alles nur wegen dem Djinn, aber es hat sich offenbar nichts verändert, nachdem der Djinn den Fluch gelöst hat. Oder Fluch, sagen wir ja, den Zauber gelöst hat. Und auch, ich sag mal so, bei Triss hatten wir ja auch schon die Möglichkeit, ich liebe dich zu sagen. Da war es anders. Da waren wir unter Zeitdruck. Hier können wir jetzt so viel überlegen, wie wir wollen. Das finde ich ein bisschen blöd, ne? Dass das da unter Zeitdruck war. Aber ich glaube, das ist halt einfach so, dass... Ich glaube, das war richtig. Ich mag Triss auch wirklich sehr. Lieber auch noch als Yennefer. Aber zum Geralt passt Yennefer, finde ich persönlich, einfach besser. So von ihrer Art her. So dieses
Kühle, dieses Emotionslose. Die Triss ist ja doch eher so ein sehr emotional, wie so ein liebes Mädchen, ne, so. Und Yen, die ist so, ja, passt einfach vom Typ her, finde ich, besser zu Geralt. Und ja, aus diesem Grund werde ich das hier unten nicht sagen. Ich denke, dass es richtig ist, das zu sagen. Definitiv. Vielleicht hat uns der Djinn ja auch reingelegt. Warum? Ich spüre nämlich auch keine Veränderung. Da freut sich die Yen. Ich liebe dich, Yen. Und ich liebe dich. Oh, was war das? Es kann nicht alles eitel Sonnenschein sein. Seltsam. Wir haben das so oft getan, aber das hat sich angefühlt wie unser erster Kuss. War er ja auch irgendwie. Ach, nach einem Ich liebe dich sollte ein Kuss auch anders schmecken. Der Geralt. Und jetzt? Ja, gut, ne? Lass uns nicht bei einem Kuss belassen. Gut, das ist da oben, ist das schon ein bisschen blöd, ne? So in der Kälte. Andererseits kann sie einen auch teleportieren. Was soll's? Sie haben sich gerade ihre Liebe gestanden. Warum nicht? Vielleicht sollten wir ein paar andere Dinge ausprobieren. Amos Kajüte sah gemütlich aus. Nicht so schnell, Geralt. Wir haben später noch genug Zeit für gemütliche Kajüten. Aber die Welt wird nicht enden, wenn wir hier eine Weile sitzen. Gut, ich dachte, da kommt jetzt was mit dem Teleport, aber ist auch schön. Ah, ist das schön. Die Geister von Skellige sind uns gewogen. Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Und jetzt? Tja, ich muss nach Ysima. Wir müssen dem Kaiser schließlich Bericht erstatten. Ciri ist unsere Angelegenheit, allein unsere. Im Herzen vielleicht, aber so war das mit M hier nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen. Da hat sie recht. Du bist deinem Herrn gegenüber ja schrecklich loyal. Er ist auch dein Herr, Liebster. Das weißt du ganz genau. Und wenn nicht, dann kann es sein, dass er dich daran erinnert. So sehr ich Geralt auch zustimme, dass es mir scheißegal ist, was M hier meint, denkt, was auch immer, wegen Ciri, haben wir uns trotzdem abgemacht, dass wir ihm Bericht erstatten. Da hat Yennefer recht. Sein muss, muss sein. Ohne den Kaiser und seine Agenten hätten wir nicht erfahren, dass Ciri zurückgekehrt ist. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Reden, bevor sie geht. Wenn du gehen musst, dann geh. Nee, lass uns mal reden. Yen, was vorhin passiert ist... War sehr schön. Lass es uns nicht mit den Einzelheiten ruinieren. Ich werde den Baron aufsuchen, Uma mitnehmen und dann nach Kaer Morhen hin weiterreiten. Ich werde dazu stoßen, so schnell ich kann. Bis dann, Yen. Pass auf dich auf. So blöd das jetzt vielleicht auch klingt, irgendwie fühlt sich das echt wirklich richtig an, so bei Triss und so jetzt auch bei Yen entschieden zu haben. Auch wenn das jetzt blöd klingt. Ah, ich habe doch auch mal was in die Kiste hier reingelegt, ins Lager. Na, was haben wir denn hier so? Guck mal hier.
Stufe 30, 298. Okay, was haben wir hier? Oh Gott, das können wir alles verkaufen. Alter. Braucht doch kein Mensch. Ah, das ist gut. Das können wir mal da behalten. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal brauchen werden, aber die nehme ich mal mit. Die können wir verkaufen. Ja. Und da hat die Zeit doch für die Quest doch für den Part super gereicht, ne? Also, super fand ich jetzt, hat jetzt echt gut gepasst. Ich fand die Quest jetzt echt cool. Wir haben aber hier noch einiges zu tun, bevor wir uns Richtung Baron begeben. Ich will zumindest noch ein paar Sachen hier ins Gallige machen. Und dann fangen wir im nächsten Part hier mit an. Bis dann!